Survival-Wildnis-Grundwissen in 6 Minuten erklärt. Vielleicht können wir was lernen. Das Video ist von der Qualität her sicherlich ein bisschen anders. Ist halt, wie gesagt, schon 5 Jahre alt. Da sehen wir jetzt mal drüber hinweg. Heftige Animation erstmal direkt. Erstmal einen heftigen Trance-Beat oder sowas. Haus. Schutz. Ja. Messer. Er baut sich einen Speer oder was? Unterkunft. Das ist jetzt nur so ein Zusammenschnitt-Ding oder was? Ein bisschen leiser hier. So ein Ding habe ich auch noch nie richtig gebaut, ne? Tatsächlich, ihr habt es ja gerade gesehen, so ein, ich glaube, ja, wie heißt es? Nee, warte mal. Debris hat oder sowas. Weil ich irgendwie immer ein Freund davon bin, mich, wenn dann, um was mit dem Feuer zu haben, um Feuer zu wärmen. Deswegen baue ich immer eher so ein Schrägdach, wenn ich mal so ein bisschen was aus natürlichem Material baue. Aber ja, könnte auch krass sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass es richtig scheiße kalt da drin ist. Naja, man braucht Unmengen an Laub, das funktioniert. Ich weiß, so gefühlt liegst du wie in so einem Blätterhaufen dann da drin. Max hat das ja, glaube ich, mal gemacht. Da haben wir das Video mal angeguckt, wenn ihr euch dran erinnert. Also ihr Fahrradfahrer Max. Ja, genau hier. Sowas habe ich ja gebaut. Aber das ist auch nicht so wasserdicht. Ich weiß es nicht. Hier, schönes Trapperbett. Boah, da war schon viele verschiedene Shelter hier gebaut. Ganz geil eigentlich, ne? Ich hatte tatsächlich schon mal so ein bisschen den Grundgedanken, dass wenn man nochmal, also weiß ich, ob bei Staffel 2 oder generell, aber ich fand die Gedanken ganz cool, wenn man eventuell bei einer zweiten Staffel, anderen Projekt, was auch immer, das Thema Tarp verbietet. Weil dann quasi jeder aus natürlichen Materialien sich irgendwie einen Unterschlupf bauen muss. So, ja, jetzt haben die meisten ja einen Tarp mit dabei gehabt, außer Fabio und Chris. So, ich habe für mich halt irgendwie so meine Höhle gefunden und die anderen haben jetzt ein bisschen was aufgebaut. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass das nochmal ein bisschen spannender wird, weil dieses Ding regendicht zu kriegen ist halt ultra schwer und winddicht und wie baust du das auf, dies, das. Finde ich nochmal eine geile Idee eigentlich. Ja, natürlich ist es dann noch schwerer. Da muss man wieder überlegen, okay, Thema Biwaksack, wäre ein Biwaksack erlaubt oder sowas. Ja, aber generell fand ich das ganz cool als Hintergedanken, dass man quasi den Unterschlupf an sich selber bauen muss komplett. Vielleicht ist ein Schlafsack erlaubt ist, ja, wegen der Kälte in der Nacht. Oder man lässt auch den weg, ey, das wäre halt ultra krass. Fabio, einfach so eine Fabio-Edition. Erlaubt sind 2 Gegenstände. Boah. Wäre auch krank, Alter. 7 Tage, 2 Gegenstände. Wer weiß. Aber ihr seht, wie dick der das hier macht, ne? Boah, er hat echt viel so eine Dinger schon gebaut, ne? Riesige Blätter. Oh, das sah tatsächlich sehr wasserdicht aus. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Pflanze war. Aber heftig große Blätter. Und hier auch krass große Rindenstücken. Nice. Boah, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich das sehe, hätte ich schon wieder Bock hier raus und einfach nur so einen improvisierten Shelter bauen. Einfach ohne was, ohne Messer, sondern nur mit Händen einfach rausgehen mit Totmaterial oder was man halt so findet, so eine Notunterkunft bauen. Er hat schon viel gebaut in die Richtung. Oh, jetzt Feuer. Ja, kennen wir, Birkenrinde, klar. Als Zunder, Harz, auch sehr gut, wenn man es findet. Ja, sowas nutze ich sehr selten tatsächlich, so eine Flocken. Die glühen mir immer zu schnell weg. Ja, perfekt hier. Schöne, das kennt ihr aus dem Trainingsvideo, da habe ich euch das auch ganz genau gezeigt mit den verschiedenen Stärken. Oh, Bowdrill jetzt hier oder was? Nee. Ah, doch. Glüht's? Oh, es glüht. Ja, dann rein da. Geil. Stark. Das muss ich auf jeden Fall noch ausprobieren.
Ja, habe ich tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Hat bei mir aber nicht so krass geklappt wie bei ihm. Bei ihm ist ja gerade richtig viel Wasser rausgekommen. Oh, was macht der Wasserfilterbau? Steine, Gras, ja, safe ein Wasserfilter. Moos ausbringen. Ja, aber da kommt halt auch sehr wenig raus. Ah, hier Regenwasser zum Aufsammeln vermutlich. Also auch wenn er nichts erklärt, aber da ist schon eine krasse Dichte an verschiedenen Techniken, die hier in kurzen Clips gezeigt werden. Eigentlich ganz geil. Oh, Regen. Oh, was macht der da jetzt? Mit der Regenjacke? Hä? Wahrscheinlich sollte das symbolisieren, dass man halt Regenwasser so aufsammeln kann, ne? So, was ist jetzt hier? Heiße Steine? Achso, die packt er jetzt da rein, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Brennnesseln. Ja. Kleinen Brennnesselspinat hier. Löwenzahn. So, was macht er jetzt? Fallenbau wahrscheinlich, schätze ich. Ja, hier. Viererfalle heißt die, glaube ich. Oh, krass groß gebaut, das Ding. Schön mit dem Trigger da, ja. Ja, Orientierung, Sonnenuhr. Naja, geil gemacht. Gefällt mir irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Aber es ist eine geile Informationsdichte. Geil. Auch mit den Stöckern dann so hingelegt und so. Hä, voll cool. Ja, Kämmer, Nordpolarstern, zack, unten ist Norden. Fünffache Verlängerung. Das sollte jeder wissen. Zack, runter ist oben. Aber geht auch nur auf der Nordhalbkugel, ne? Nicht vergessen. So. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Als SOS kennen wir auch. Was war das? Ah, schöne Reflektorwand hier, ja. Die einfach Wärme reflektiert. Ey, das ist wirklich stark jetzt, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob es gerade bei euch so ankommt, aber da sind krass viele Skills drin. Ey, ist heftig. Das werde ich mir mal abspeichern und da vielleicht nochmal wirklich auch nochmal in Ruhe gucken. Ja, hier so ein Gefäß. Ist halt leider nicht so ganz dicht, das Ding. Achso, er macht es jetzt dicht hier mit Birkenpech. Oder mit Harz oder sowas. Ja, eine Steinkante zu haben. Ja, jetzt Seilersatz. Also ganz ehrlich, wenn ich das sehe, könnte ich gerade einfach noch rausgehen in den Wald und irgendeinen Scheiß ausprobieren. Hätte ich voll Bock drauf. Improvisiere, ja. Mentale Stärke. 80%. Oh, hier, was? Ah, okay, spannende Pyramide. Spannende Pyramide. Psyche, Mental und Wille. Wissen und Können. Und dann die Ausrüstung. Ja, ja, ist spannend. Ist spannend. Es ist ein starkes Video, gefällt mir. Also, da war gut Input drin. Okay, lass mal einen Daumen nach oben. Ich speichere mir das auch nochmal meine später Ansehenliste hier rein. Geil! Hat mir sehr gefallen tatsächlich. Und ich glaube, ich werde mir das nochmal in Ruhe angucken und vielleicht die eine oder andere Technik auch nochmal ausprobieren, weil da waren noch viele Sachen dabei, die ich vielleicht schon kannte oder schon mal gesehen habe, aber das selbst noch nicht ausprobiert habe. Ja, war echt gut. Kann ich empfehlen.